Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass wir wieder da sind, Freunde. Heute Nacht war es soweit und Jake Paul hat gegen Mike Perry geboxt. Er hat gegen Mike Perry geboxt, weil Mike Tyson aufgrund einer Erkrankung abgesagt hat. Der Kampf gegen Mike Tyson ist auch, glaube ich, auf den 15. November verschoben worden. Jedenfalls ist also Mike Perry kurzfristig eingesprungen, um dieses ganze Event ein bisschen zu retten. Und es ist mal wieder das passiert, was viele Leute nicht so sehr für möglich gehalten haben. Ich habe es aber im letzten Video mehr oder weniger vorhergesagt, wie es ablaufen wird, aber ist ja völlig egal. Jedenfalls, ich habe ein paar Highlights davon auf Instagram schon gesehen. Ich möchte aber gemeinsam mit euch mal auf die Highlights reagieren, die hier DAZN hochgeladen hat. Nicht wundern, ich muss jetzt gerade mit dem Handy das Mikrofon aufnehmen, weil ich mein richtiges Mikrofon im Hotel vergessen habe. Deswegen, wenn die Soundqualität nicht ganz so sehr passt, entschuldigt bitte. Jedenfalls, wir steigen jetzt ein, aber zuerst einmal gibt es eine kurze Werbung für den besten Kampfsportshop der Welt. Die beste Auswahl an Kampfsportartikeln findet ihr immer bei kunpon.de und mit meinem Rabattcode RING10 spart ihr da immer noch satte 10%. Bevor wir aber jetzt zu dem Kampf zu Jake Paul und Mike Perry kommen, will ich euch diesen Fight hier mal kurz zeigen. Das ist jetzt aktuell Knockout des Jahres Kandidat. Der Fighter auf der rechten Seite, und zwar Bardi, wurde 6 Runden lang richtig bearbeitet, so wie ich das mitbekommen habe. Und schaut euch mal, bum, bum, bum! Und Knockout. So lag ich vorgestern da, als ich Sonnenstich hatte am Strand. Halt dein Maul, hat er ihn ausgenockt. Schaut euch mal. Erste rechte, zweite rechte, linke. Boah, richtig böser Knockout hier, ja. Boom. Ganz böses Ding. Na jedenfalls, gehen wir jetzt mal zu dem Kampf, der wirklich alle interessiert. Und zwar Jake Paul gegen Mike Perry. Ich habe gesagt, das wird höchstwahrscheinlich ein interessanter Fight werden. Allerdings habe ich gesagt, Jake Paul ist der bessere Boxer von beiden. Mike Perry ist ein Bare-Knuckle-Boxer, kommt aus dem MMA. Da wird ganz, ganz anders gekämpft als beim traditionellen Boxen. Beim Bare-Knuckle-Boxen kannst du dich nicht so sehr auf eine Doppeldeckung verlassen. Bewegungen sind anders. Und das richtige Boxen ist nochmal komplett anders. Da mit der ersten Rechten hat Jake Paul ihn schon mal getroffen, hat ihn runtergeschickt. Das Problem ist, dass Mike Perry keine vernünftige Deckung hat. Der hat seine Hände vorne, Oberkörper aufrecht, kein Movement im Oberkörper, kein Movement vom Kopf. Und der ist ein leichtes Ziel für die rechte Hand. Und das habe ich schon im letzten Video gesagt. Die rechte Hand wird ihr Ziel finden, wenn Mike Perry die Deckung nicht hochnimmt. Aber da hat Mike Perry nach irgendwie 40 Sekunden schon gespürt, oh shit, warte mal, ich bin hier echt in einem richtigen Kampf. Dieser Typ da vorne, den alle nur als YouTuber bezeichnen und so, der kann tatsächlich boxen und der kann auch tatsächlich draufhauen. Jetzt sind wir schon in der zweiten Runde. Kurze Aktion mit rechts reingegangen zuerst. Mike Perry sucht nur nach dem einen einzigen Treffer. Wie gesagt, habe ich auch in dem Video, glaube ich, gesagt, Mike Perry muss mehr hinter dem Jab herausarbeiten. Der kann nicht einfach nur so einzelne Aktionen losfeuern. Funktioniert im Bare Knuckle, funktioniert aber nicht im normalen Boxen. Das geht nicht. Du musst deine Aktion vorbereiten. Und auch diese wilden Schwinger ohne... Ach! Der kommt hier mit so einem wild geschwungenen linken Haken, ohne Ansatz, das vorzubereiten. Und bum, bum, kurzer Konter. Jab ausgestreckt, rechte an das Kinn. Und Mike Perry, diesmal hat er die Schlagwirkung wirklich gespürt. Ihr habt es auch gemerkt, weil er hat sich jetzt auch wirklich Zeit dabei gelassen, aufzustehen. Ja? Ich weiß, es wird wieder die ganzen Leute geben. Ich habe es schon auf Instagram überall gesehen, wie die ganzen Leute alle gesagt haben, ja, Mike Perry hat sich bezahlen lassen, um sich hinzulegen. Leute, ich sag ehrlich, es reicht mittlerweile, wirklich. Es reicht. Es ist an der Zeit, dass die Leute akzeptieren, dass Jake Paul zum aktuellen Zeitpunkt einfach besser ist als die Gegner, gegen die er kämpft. Ja, die Gegner sind keine professionellen Boxer. Er sucht die sich intelligent aus, weil er weiß, dass er gegen die gewinnen kann. Und er gewinnt auch gegen die. Es gab auch einen Kampf in der Vergangenheit, bei dem ich sehr, sehr kritisch war. Und zwar war das der Fight gegen Anderson Silva. Bei Anderson Silva habe ich auch gesagt zu Neymar, Anderson Silva hat da eine Schwalbe gemacht. Da bin ich auch immer noch 100% der Meinung. Aber ich sage euch, bei Mike Perry, nein. Mike Perry ist nicht der Typ dafür, der sich bezahlen lässt, um eine Schwalbe zu machen. Mike Perry ist, der kämpft für ein paar hunderttausend, ein, zwei Millionen im Bare Knuckle. Der hat nicht die Geldsorgen, dass er sich jetzt von einem YouTuber, Jake Paul oder sowas, ausnocken lassen muss, um ein bisschen Geld zu verdienen. Der Typ hat Anteile an Bare Knuckle Fighting Championship. Der macht Geld. Und der ist auch vom Charakter her nicht der Typ dafür, ja. Man muss einfach langsam akzeptieren, dass Jake Paul echt ein guter Boxer mittlerweile ist. Für die Länge, die er trainiert, ist er echt gut. Und er hat die paar Basics, die man ihm beigebracht hat, wirklich gut integriert. Und zwar ist es ein bisschen hinter der linken lauern und auf die rechte Knallerhand warten. Und vor allem, wenn du dann so einen Boxer hast wie Mike Perry, der so aufrecht steht, ohne Head Movement, ist es halt natürlich ein geschenktes Ding für dich, ne? Hier nochmal der Treffer, gut vorbereitet mit dem Jab an die Brust.
Mike Perry hat den Jab zwar mit der Brust pariert, aber die rechte mit dem Gesicht und das war nicht ganz so gut. Keine gute Idee. Und jetzt springen wir direkt in die sechste Runde und hier war das schon. Linker Haken trifft Mike Perry am Kinn. Mike Perry richtig in Schwierigkeiten mit dem Rücken jetzt. Hier versucht er noch irgendwie in die Ringseile oder so zu kommen und wird noch einmal erwischt von der rechten und zu Boden geschickt. Der linke Haken hat das ganze Ding vorbereitet, richtig schön am Kinn erwischt. Und schaut mal, Mike Perry stolpert dann noch hinterher. Hier nochmal ein bisschen in Slow Motion. Ja, das war ein satter Treffer. Also wirklich, das war ein sehr satter Treffer. Schaut euch das mal an. Die ganzen Leute, die kommentieren, sollen mal wirklich so einen Schlag gegen den Kopf bekommen. Ne? Besonders nachdem ihr eh schon gut, kurz angenockt wurdet mit dem linken Haken. Da will ich wirklich sehen, was mit euch passiert. Das ist... Fakt ist halt leider, die meisten Leute, die auf YouTube Kommentare schreiben oder auf Instagram und so weiter und so fort, die haben halt selber noch nie gekämpft. Geschweige denn irgendwie ein Sparring gemacht und eine harte Hand gegen den Kopf bekommen. Die wissen nicht, wie sich das anfühlt, von einem harten Puncher geschlagen zu werden. Jake Paul mag vielleicht irgendwie ein YouTuber sein, der ein bisschen früher Comedy-Videos gemacht hat, aber er hat etwas Natur gegeben, was viele Leute nicht haben. Und zwar ist es einfach eine brutale rechte Hand. Und die rechte Hand, wenn die trifft, die richtet auf jeden Fall Schaden an. Und ich habe es euch damals schon gesagt, ich habe Sorge, dass Mike Tyson von Jake Paul ausgenockt wird. Und alle Leute haben gesagt, hey, wer bist du? Weißt du nicht, wer Mike Tyson ist? Doch, ich weiß, wer Mike Tyson ist. Sehr gut sogar. Und ich weiß auch, dass Mike Tyson verdammt nochmal fast 60 Jahre alt ist. Mike Tyson mit 60 Jahren, nach dem, was ich jetzt hier wieder gesehen habe, befürchte ich, dass Mike Tyson ausgenockt wird. Aber sehr, sehr ekelhaft. Und das wird mir absolut das Herz brechen, zu sehen, wie ein Jake Paul einem fast 60-jährigen Mike Tyson so auf den Kopf haut, dass er Knockout geht. Vorausgesetzt, die kämpfen auf Ernst. Und vorausgesetzt, Jake Paul kämpft wirklich mit der Absicht, Mike Tyson auszunocken. Und die machen dann nicht so ein bisschen Sparring daraus. Jedenfalls, Jake Paul hat jetzt nach dem Kampf noch, wen hat er jetzt herausgefordert? Ja, Mike Tyson hat er herausgefordert und ein bisschen lebensmüde, er hat Alex Pereira herausgefordert. Er hat gesagt, ey Alex Pereira, du willst ins Boxen kommen? Du weißt, wer der Mann ist, hier gegen mich solltest du kämpfen. Gut, bei anderen MMA-Fightern war es intelligent, die herauszufordern. Bei Alex Pereira, sage ich, ist es alles andere als intelligent. Und ich glaube, bei Alex Pereira wäre das Schluss. Ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Und wir sind schon am Ende des Videos. Ja, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.